Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal mit neuer Begleitung, aber nicht weniger wunderhübsch wie der Mitarbeiter des Monats, der liebe Dominik. Was geht ab? Ja, mal gucken, was abgeht heute. Wir schauen mal. Dominik ist seit neuestem auch ein Athlet von mir. Eigentlich sind wir ja schon immer eher so Konkurrenten gewesen. Ganz am Anfang. Und eigentlich können wir uns auch überhaupt nicht riechen. Das stimmt. Aber wir haben uns beide dieses Jahr in den Kopf gesetzt, eine Pro-Card zu bekommen. Also du vor allen Dingen. Du nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich eher keine Pro-Card dieses Jahr mehr bekommen. Und was wir dafür machen, beziehungsweise einen Teil davon, werden wir heute besprechen. Momentan sind wir gerade in so einer kleinen Erholungsphase, Cruise-Phase. Und machen uns jetzt 17 Weeks, ich glaube 17 Wochen, ja, genau. Das haben wir noch, oder jetzt 16,5 Wochen, ja, noch bis zur Dennis Wolf Classic. Die müssen wir mitmachen, damit wir ja unsere Quali für die Pro-Qualifier in der Herbstsaison haben. Und jetzt machen wir uns ein bisschen an die Planung. Wir werden heute mal das Training von Dominik komplett durchplanen, mal ein bisschen auf Schwachstellen und Stärken eingehen, wie wir das Ganze so im Detail angehen. Und gleichzeitig werden wir jetzt schauen, bevor wir in die Prep starten, wie dein Blutbild aussieht. Das habe ich eben gerade erfahren, das hast du nämlich mitgebracht. Ich glaube, das ist hier. Irgendwo haben wir es, genau. Tatsächlich. Wann hast du das Blutbild gemacht? Das müsste so, ja, ich habe den Termin nicht ganz so bekommen, wie ich nur wollte. Das war 4 Tage, nachdem wir die TRT angefangen haben. Okay. Also eigentlich noch ziemlich unnötig. Ja, aber das ist gut. Ich habe euch das letztens im Video schon mal gesagt. Geil sind die Leute, die machen ihr Blutbild immer nur so. Nachdem sie so 6 Wochen TRT gemacht haben, gucken sie an, so, hey, ich bin super gesund. Aber eigentlich wollt ihr ja wissen, wie euer Blutbild aussieht, wenn es am schlimmsten um euer Also der ging jetzt noch, das war jetzt 4 Tage danach. Ich hätte es gern so eine Woche vorher gehabt, aber... Ja, aber es ist noch so. Brauchtest du einen Termin bei euch fürs Blutbild? Ja, oder kannst du einfach so rein? Hat ein bisschen gedauert, deswegen. Ja, es kommt immer so ein bisschen aufs Labor drauf an. Bist du direkt zum Arzt oder ins Labor? Ich bin ganz normal, ich habe einen Sportmediziner als Hausarzt, das ist eigentlich ganz cool. Entspannt. Ja, okay. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn alles hier drin? Also wir haben einmal ein kleines Blutbild gemacht. Das ist, finde ich, immer sehr interessant, um zu sehen. Wir blenden das hier gleich mal alles ein. Ich glaube, wir fotografieren das ab und zeigen das dann. Wir haben ein kleines Blutbild gemacht. Das ist bei Unterstützungsathleten immer sehr interessant zu sehen, gerade wenn es um Erythrozyten, Hämatokrit, Hämoglobin geht. Und da sehen wir gleich schon, Erythrozyten sind schon so eher im oberen Bereich, also vernünftig rote Blutkörperchen sind da. Was mich gar nicht wundert, dürfen wir offen hier über dein Cycle reden? Ja, klar. Okay, weil zu dem Zeitpunkt war Oxymetholon drin. Genau. Und Oxymetholon ist eigentlich ein Medikament gegen Blutarmut, ja, gegen Anämie. Also das kriegen eigentlich Leute verschrieben, die zu wenig rote Blutkörperchen haben. Heißt, es ist relativ normal, dass die recht hoch sind, aber sie sind noch in Range hier mit 5,27. Und auch ein Hämatokrit mit 49 ist prima in Ordnung. Also dafür, was wir gemacht haben, ist der echt noch gut. Ja, das ist gut. Hast du vorher Blut gespendet oder so? Nee, ich bin da der glücklichen, also ich habe den glücklichen Fall, dass das bei mir eigentlich immer passt, der Hämatokrit. Aber ansonsten kann man echt mal alle 2-3 Monate so einen Aderlass machen, das hilft eigentlich auch immer. Ja, das ist tatsächlich ein riesen Genetikfaktor. Mhm. Ich gehöre auch zur Kategorie, selbst bei 1,5 Gramm Boll, da habe ich es geschafft, dass mein Hämatokrit in Range geblieben ist. Und ich kenne Leute, die selbst auf TRT auf einmal mit einem 55er oder so durch die Gegend rennen. Ja, also der Roland von uns, das hier, mit dem ich das Coaching mache, der hat's auch, der braucht Stoff nur angucken und hat zu dickes Blut. Ja, das ist aber trotzdem ein ganz wichtiger Faktor, zusammen mit eurem Blutdruck, den ihr immer mal im Blick behalten solltet. Gerade wenn euer Blutdruck nicht in Range ist, dann ist der Übeltäter ganz oft da zu finden. So, dann haben wir hier, zack, 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 Thrombozyten, dein restliches kleines Blutbild sieht eigentlich auch gut aus, Hämoglobin passt auch. Generell ist es auch so, wir wollen als Bodybuilder schon eher hohen Hämatokrit in Range, aber so am oberen Ende haben und auch unsere roten Blutkörperchen im oberen Ende haben, weil das heißt eigentlich nur mehr Sauerstoff im Blut, das heißt mehr Leistungsfähigkeit, das ist schon das, was wir wollen und dickere Ader. Ja. So, so, Gesamtcholesterin haben wir hier bei 192, das ist ein Ticken, oder es ist so am oberen Ende, ja. Das heißt aber relativ wenig, Gesamtcholesterin ist eigentlich nur HDL, LDL. Und es ist generell auch gar nicht großartig im Zusammenhang mit jetzt, sag ich mal, Herzinfarkten zu sehen, also das ist so ein bisschen... Es ist einer von vielen Faktoren. Genau. Na, aber trotzdem sollte man mal einen Blick drauf haben, auch Triglyceride sind wichtig, die sind bei dir auch prima. So, jetzt haben wir hier unseren Quotienten aus Cholesterin und HDL, ist bei 29, da sind wir schon ein bisschen niedriger, was aber relativ normal ist. Jetzt wird es interessant, wie hoch dein LDL ist. So, LDL ist bei 141,
ne? Ist mitteltoll. Ne? Ich hätte gern, dass dein LDL eigentlich ein bisschen niedriger ist, gerade wenn das HDL so niedrig ist. Ich glaube, wir haben auch Zitrusbergamot jetzt zuerst angefangen. Ich hatte es, glaube ich, gar nicht drin. Ich habe es erst genommen, wo ich das Cholesterinwerte gesehen habe. Man muss aber auch dazu sagen, das sind so Werte, mit denen man schon rechnen muss. Ja, ja. Ne? Also gerade am Ende vom Cycle ist es keine volle Katastrophe, aber dass HDL zu niedrig ist, das lässt sich fast nie vermeiden. Ja. Also du kennst das selber von den Blutbildern von deinen Athleten. Ja. Ich schaffe das fast nie, dass HDL-Cholesterin in Range ist. Nee. Wichtig ist immer so, dass du hast halt so ein paar Kandidaten, die laufen dann auch mit einem 25er HDL rum, haben dann aber ein LDL jenseits der 200 und dann wird's richtig böse. Das haben wir bei dir nicht. Das ist noch an der Grenze, das geht noch, glaube ich. Genau, ist nicht toll, aber wir machen ja auch keinen Gesundheitssport. Das sollte jetzt schon deutlich besser aussehen, deswegen haben wir diese Erholungsphase gemacht, bevor wir jetzt in die Prep starten und alles kaputt machen. So. Okay, dann einmal Glucose im Plasma, also nüchtern Blutzucker. Warst du nüchtern zum Blutbild? Ja, war nüchtern. Okay, also 93. Das ist jetzt allerdings nicht dein Blutzucker gewesen, als du morgens aufgestanden bist. Nein, aber das war auch mal normaler Nüchterner, ohne meine Cardio-Subs und alles. Okay. Also da war jetzt war getrunken, glaube ich, ein Kaffee. Das beeinflusst ja auch schon, Tee beeinflusst den Blutzucker. Ne? Ja, Koffein, genau. Alles. Ist soweit auch völlig in Ordnung. Ne? Also ist nichts, wo man sich Gedanken machen muss. Hast du HbA1c mitbestimmt, Langzeitblutzucker? Nee. Okay. Ich meine nicht, ich habe noch. Warte. Nee, habe ich aber nicht. Okay. So, dann schauen wir uns einmal kurz Leberwerte an bei dir. Gamma-GT, super niedrig, wie zu erwarten. Das ist eigentlich der Ausschlaggebende, ne, für die Leber. Genau. Das ist so, wenn der hoch ist, dann würde ich mir anfangen, mal ein bisschen Gedanken zu machen, dass GOT und GPT immer leicht erhöht sind. Und die sind bei dir wirklich nur leicht erhöht. Ne? Mit 65 und 95, obwohl 95 fast doppelt so hoch ist. Das ist trotzdem gerade, wenn du, je nachdem, was du vorher trainiert hast, die letzten Tage. Das wollte ich gerade sagen. Ne, gerade viele Sportler haben das ja auch, ohne dass sie jetzt unterstützen, schon erhöht. Ne? Also ich habe das oft bei Netties. Ja, ja. Ne? Bei Netties auch, dass GOT, GPT leicht übernommen ist. Da kriegen viele mal irgendwie Panik. Es ist relativ normal, zumal wir zu dem Zeitpunkt halt auch noch Oxymetholon drin hatten, was nicht so lebertoxisch ist, aber natürlich trotzdem auch verstoffwechselt wird über die Leber. Wenn man die Werte quasi unverfälscht haben will, muss man fast eine Woche Trainingspause vorher machen und das ist einfach bei uns ja unrealistisch. Ich meine auch, die Werte sind ja die Aussagen, wie viel die Leber arbeitet, nicht gar nicht über den Zustand. Ne? Der Gamma-GT ist eher das, was du gesagt hast, genau, der dann den Zustand der Leber widerspiegelt. Und ich habe noch einen Organscreening gemacht und alles. Zusätzlich, dass auch alles top aus. Also wenn ich das so sehe, sind das erstmal Werte, die, wo mir gar nichts ins Auge fällt. Na, das ist ziemlich normal. So, T3, freies T3 mit 4,23, so ziemlich am oberen Ende. Wie ist dein TSH? Irgendwo haben wir TSH. Den habe ich extra mit draufstehen. 2,73, ne? Ja, genau. 2, ach, hast du da auch mit drauf? Ja, da steht auch mit. Ja, genau. 2,73. Den finde ich tatsächlich fast einen Ticken zu hoch. Den hätte ich gerne ein bisschen niedriger. Müssen wir uns nachher mal anschauen, ob wir T4 einen Ticken hochgehen. Mhm. Na, mit T4 sind wir auch eher, sehen wir auch hier, sind wir eher am unteren Ende der Range. Na, ich hätte gerne das T4 einen Ticken höher, dann haben wir TSH auch ein bisschen niedriger und T3 wird trotzdem passen. Einfach warum? Hohe TSH-Werte sorgen halt einfach dafür, dass die Schilddrüse die ganze Zeit mehr arbeiten muss und dann kann die sich auf Dauer vergrößern. Niedrige TSH-Werte sind immer gut, wenn ihr eure Schilddrüse auf lange Sicht gesund halten wollt. Du supplementierst eh meistens T4, ne? Bei deinen ganzen Athleten, ne? Ja. Mhm. Ja. Außer wahrscheinlich, wenn es eng wird am Ende von einer Diät. Ja, also genau, T4 habe ich immer drin, gerade wenn HGH benutzt wird, um normale TSH, T4, T3-Werte zu behalten. Und T3 benutze ich wirklich nur, wenn wir noch einen Boost brauchen und top. Ja. Dann nützt es ja nichts, das T4 hochzuschrauben, da passiert gar nichts. Genau. Ne? Aber ansonsten bin ich mit T3 immer sehr sparsam. Ne? Auch ist auch so deutlich gesünder mit dem T4. Ja, ist es auch definitiv. Also ne? das T4 ist hier tatsächlich nur, das hat nichts mit Fettabbau oder so zu tun, das T4 ist nur drin, um die Schilddrüse gesund zu halten. Damit die quasi nicht immer überproduzieren muss. Genau. Ja. So, Estradiol 75. Ohne irgendwas zu blocken, ne? Genau, also, ohne Aromatasehämmer. Genau. Bisschen drüber, ist auch genau da, wo ich das haben will. Östrogen killen, gerade in Off-Season, wenn man nicht so gynoanfällig ist, meistens eine blöde Idee, weil dann würde dein Cholesterinprofil mit Sicherheit schlechter aussehen. Ja. Und ist gesund. So. Das hast du vorhin schon angesprochen. Wir haben Prolaktin bei 27. Das wird an zwei Dingen hängen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt NPP drin als Nandrolon-Derivat und
Oxymetholon erhöht auch Prolaktin und HGH kann auch Prolaktin ein bisschen erhöhen. Und Prolaktin steht immer in direktem Zusammenhang mit Östrogen. Und Östrogen ist auch deutlich zu hoch. Wundert mich, hast du überhaupt noch einen hochbekommen? Immer. Ein Traum. Schatz, sag was. Ich kann mich nie beklagen. Perfekt. Heute erst gesagt, du bist beeindruckt von meiner Leistung. Ja, tatsächlich. Zack, losfahren, schnell Gas geben, ab zu Max. Das ist immer da. Zwei Minuten, er kommt ans Ziel, ein Traum. Ja? Der schneller als sein Schatten schießt. So, selbst mit Halbmast gibt er noch richtig Tummi. Da geht er nichts. Rot, als wird der Propeller ausgepackt. So. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei deinem Halbmast stehen geblieben. Also, Prolaktin 27. Nicht verwunderlich, dass er so hoch ist. Kann aber bei vielen Leuten schon zu Probleme machen. Auch selbst wenn es mit der Standfestigkeit nicht das Problem ist, kann das durchaus so, was die Laune angeht, ein bisschen so aufs Gemüt schlagen. Man kann sich ein bisschen abgeschlagen fühlen. Würde ich immer erst was gegen machen, wenn es auch tatsächlich zum Problem wird. Ähnlich wie beim Östrogen. Wenn du dich mit einem höheren Östrogenwert gut fühlst, ey, lass ihn da. Tatsächlich sage ich auch immer so, ja. Ne? Das ist rein theoretisch sogar auch Muskel aufbauen. Also zu tief ist es sogar schlecht für einen Muskel aufbauen. Ne? Genau. Ähnlich kann man das auch beim Prolaktin halten. Wie gesagt, ich kenne Leute, die haben damit ein Problem. Da würde ich dann gegen ansteuern. Also ich hätte es nicht mal gedacht, also weil es war echt, also vom Gefühl her habe ich gar nichts gemerkt. Bei mir ist es auch so, zum Beispiel so, ich habe sogar schon Nandrolon Only gefahren, ohne Probleme. Irgendwie. Aber mit einem hohen... Ja, ich kann einen hohen Prolaktinwert haben, macht mir irgendwie gar nichts, meinem Körper ist das irgendwie egal, aber ich kenne auch so Leute, die nehmen 200 Deka rein und dann kriegen die keinen mehr hoch. Ja, also haben wir... Ja, also ich sage auch immer ganz viel... Das Spektrum ist ganz breit. Wenn du weißt, pass auf, jetzt nehme ich Deka, dann haben die schon im Kopf, gleich ist wieder der Halbmaster. Ja, natürlich so selbsterfüllende Prophezeiung. Genau. Das ist ohne Scheiß, ich habe das so oft bei Leuten. 90% von dem ist glaube ich, Kopfsache. Am besten kommen immer so Leute so Ende 30, Anfang 40 zu mir. So, ja, Max, bla, bla, bla. Sie kriegen keiner hoch und so weiter. Ja. Und meine erste Frage ist, hast du eine neue Freundin? Ja, wieso? Ich so, ja, Digi. Na? Hast ein bisschen Leistungsdruck gerade? Ach so, ich wollte gerade sagen. Und ich schwöre dir, das ist, und es ist immer der Stoffschuld und immer so, nicht so, Digi. Das ist bei dir richtig abgegangen, die Frage. Kannst du Pornos gucken und dir einen runterholen? Ja, wieso? Ich so, Digga, du hast kein Problem mit deinem Pimmel, du hast eins mit deinem Kopf. So, Klassiker. Das ist doch nochmal ein Video wert, finde ich. Wir sollten einfach mal... Ja. Ja. Die Pimmelberater. Machen wir. Wir sollten ein eigenes YouTube-Format machen. Dr. Halbmast und... Ich finde, wir sind auch seriös aus. Ja, auf jeden Fall, safe. Ja. Was haben wir jetzt? So, du hast mich voll aus dem Konzept gebracht. Wir sind beim Kreatinin. Den Nierenwerten angekommen. Kreatinin als Standard-Nierenwert, der immer mitbestimmt wird, ist bei dir sogar fast in Range. Ja. Kreatinin ist ein Wert, der bei uns schnell hoch ist. Aus dem Grund A, weil wir Kreatin supplementieren. B, weil wir mehr Muskulatur haben als der Normalsterbliche. Dementsprechend wird auch mehr Kreatin in Kreatinin umgewandelt und ausgeschieden. Heißt, das ist ein Wert, der ist nicht unwichtig, ne? Aber die Referenzbereiche für uns sind nicht übermäßig ausschlaggebend. Genau, die meisten Ärzte rufen mich dann auch immer an und sagen, hier, alles ist total schlecht, ne? Aber rein theoretisch, wenn man weiß, dass man viel Sport macht, viel Muskelmasse hat, dann ist das kein schlimmer Wert. Muss man aber trotzdem immer ein bisschen im Auge behalten, vor allen Dingen so, wie Kreatinin sich so über die Jahre entwickelt. Wenn der nämlich trotzdem immer, wenn der immer ein bisschen höher steigt auf den Blutbildern, heißt das schon, dass deine Niere anfängt, schlechter zu arbeiten. Also da ist so der aktuelle Wert ist nicht so wichtig, sondern mehr so die Range über die Jahre. Da du aber hier immer noch fast in Range bist, mache ich mir da nicht so einen Kopf. Nichtsdestotrotz ist Kreatinin, darüber kann man halt mit der GFR bestimmen, wie viel der Körper ausscheidet. Ne? Und wenn der Körper halt es schafft, irgendwann nicht mehr das auszuscheiden, wird es schon problematisch. So. Dann haben wir hier halt einmal die GFR berechnet. Der Wert ist kompletter Käse. Weil die GFR... Das ist der Faktor, ne? Genau, das ist im Endeffekt dein Kreatininwert mal einer durchschnittlichen Körperoberfläche von 1,72 Quadratmetern oder so. Keine Ahnung. Also dieser Wert macht gar keinen Sinn. Hast du Cystatin C mitbestimmt? Welcher ist das denn? Ja, das ist der Nierenwert, der bei uns aussagekräftig ist. Nee, hab ich dort gelernt. Mann, hättest mal deinen Coach vorher gefragt, was für Blutwerte du nehmen sollst. Ja, ich habe doch jetzt erst einen. Ja. So, also
für uns wichtig, nicht Kreatinin bestimmt, sondern Cystatin C bestimmt, weil Cystatin C ist ähnlich wie Kreatinin ein Ausscheidungsprodukt, was aber unabhängig von der Körper, von der Muskulatur ist, was immer gleich bleibt. Das ist ein Protein. Ja, muss ich mir gleich mal da drauf kritzeln. Ja. Und du kannst auch aus Cystatin C, kannst du auch GFR berechnen. Und der Wert ist dann für uns auch wieder aus. Der macht dann mehr Sinn, der Faktor daraus. Genau. So. Da haben wir hier einmal Non-HDL-Cholesterin. Cortisol bestimmt, boah, das war schon hier am oberen Ende. Allerdings sollte Cortisol morgens auch hoch sein und abends niedrig. Das ist soweit okay. Progesteron auch ein bisschen zu hoch. Der hängt aber auch mit zusammen. Der hängt vor allen Dingen auch mit dem Nandrolon zusammen. Genau. Das sieht soweit gut aus. Was haben wir da noch? Ich habe gerade durchgeguckt, ob es überhaupt noch was Neues ist, aber ich glaube, da sind immer nur diese Auflösungswerte für die Risikofaktoren. Okay, gut. Ja. Also können wir festhalten, Blutdruck ist bei dir auch immer gut. T3, T4 hatten wir damit drauf. Ja. Ja, Blutdruck, also ist jetzt tatsächlich wieder deutlich besser geworden. Ich habe da auch, also ich finde 140 zu 90 in der Gewichtsklasse, das passt eigentlich. Ich bin jetzt bei 125 zu 80, 130 zu 80. Ja, das ist okay. Die Referenzwerte haben sich da, die ändern das ja auch immer, umso mehr Medikamente die verkaufen wollen, umso tiefer wird er. Ja, das stimmt. Ich bin trotzdem ein Fan davon, lieber eher so die unteren Werte anzupeilen, einfach um das Herz ein bisschen zu entlasten, weil was wir auch nicht vergessen dürfen, wir laufen ja die ganze Zeit im Ruhezustand, dann mit einem erhöhten Wert rum. Was wir aber immer haben, ist, wir haben immer die Belastung durchs Training drauf, jeden Tag, was ein normaler Mensch auch nicht hat. Überleg mal, was für Blutdruckspitzen du in einem Beintraining hast. So, das kommt ja immer noch on top. Deswegen, ich würde immer schauen, dass man wirklich 120 zu 80... Aber würdest du bei 140, 90 medikamentös schon drücken? Würde ich machen, ja. Wenn alles andere ausgereizt ist? Genau, wenn du alles andere nicht hinkriegst, würde ich das machen. Und je nachdem, wie auch der Ruhepuls aussieht, meistens reicht so 40 Milligramm Telmisartan. Wollte ich dir gerade fragen, was empfiehlst du dann als... Genau, das funktioniert meistens extrem gut. Das Schöne ist bei Telmisartan, du kannst ja deinen Blutdruck auch nicht zu niedrig damit drücken. Und es hat noch ein paar andere protektive, schöne Eigenschaften. Es wirkt so ein bisschen so, es hat so ein bisschen, kennst du Kaderin? Telmisartan hat so ein bisschen so denselben Pathway wie Kaderin auch. Also auch was Glukosestoffwechsel und so angeht, macht das eigentlich ziemlich viele coole Dinge im Körper. Ist für viele präventiv eine gute Sache, gibt es vielleicht mal ein Video zu. Ansonsten Nebivolol als Beta-Blocker, der relativ selektiv ist, geht auch. Okay, ich würde sagen, wir machen da ein Video draus und nicht zwei Video. Also das war unsere kleine Blutbildanalyse, der liebe Dominik, scheint noch nicht abzunippeln, obwohl du schon uralt bist. Ja. Eine Saison kann ich dich noch quälen. Die muss und wenn du die Karte hast, kannst du dann beim nächsten Coach verrecken. Dann gehe ich zu deinem Tätowierer, das mich zuhacken und dann machen wir Pimmelberatung. So, dann machen wir Dr. Hypemast. So, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ihr könnt Dominik bei Bigson unterstützen mit dem Code Company10. Company10. Oder bei ihm im Laden direkt einkaufen. Ansonsten Max 10 bei Bigson. Nimmt eine Dose GDA mit. Ihr wisst Bescheid, lasst ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.